Hey Leute, willkommen bei den Sibuchen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge. Lang, lang ist es her, dass es mal ein Küchen-Updates-Video gab. Und ich dachte, heute ist es mal wieder soweit. Denn es muss dringend mal die Küche ein bisschen sortiert und aufgeräumt werden. Und ich weiß, dass ihr das liebt. Ich werde euch mitnehmen, werde euch ein paar Tipps geben, wie ich das mache. Könnt gerne in den Kommentaren schreiben, was euch in eurer Küchenordnung behilflich ist, welche Hacks ihr kennt. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei dem Video. Ein paar Grundinfos zu der Küche. Die Küche ist von Hecker, von dem Hersteller Hecker. Ich verlinke euch das Video, wo ich schon mal Küchenupdates gedreht habe, auch als wir eingezogen sind. Die Küche ist jetzt 5 Jahre alt. Diese Oberfläche hier nennt sich Spachtelbeton. Grau nennt sich die Farbe und wir sind nach wie vor super, super zufrieden. Es ist super pflegeleicht, es setzt sich nichts fest. Einmal abwischen, man sieht keine Toucher, keine Flecken, vor allem bei Kindern. Sehr, sehr, sehr pflegeleicht. An der Seite, an den Fronten haben wir hier weiße Fronten in matt. Das würde ich nicht nochmal so wählen, da ist tatsächlich jeder Fettfleck und Toucher von den Kindern immer drauf zu sehen. Mich stört das jetzt weniger. Ich bin jetzt nicht so der Putzteufel, sag ich jetzt mal, dass ich jeden Tag mit einem Tuch hier durchwische, aber es ist halt trotzdem ärgerlich und nervig. Genau, das einmal kurz zu der Küche. Ansonsten alles andere seht ihr in den alten Videos, wie zum Beispiel unseren French Door Kühlschrank oder allgemein, wo ich was zu den Geräten erzählt habe und zu den Maßen auch, zu dem Fenster und. Findet ihr alles auf meinem Kanal. Und jetzt geht's los. Und das Erste, was ich jetzt mache, ist erstmal Kopfhörer in die Ohren. Ich höre nämlich sehr, sehr gerne beim Aufräumen, Bügeln, sehr, sehr gerne Podcast-Folgen oder auch Hörbücher. Das erspart enorm viel Zeit für mich, vor allem, ich lese auch sehr gerne solche kompletten handlichen Büchern, aber im Alltag doch sehr oft, zum Beispiel, wenn man irgendwo im Auto fährt zum Einkaufen, Kinder irgendwie abholen oder, kann man das sehr, sehr gut kombinieren. Ich habe dafür eine App, Blinkist, ich weiß nicht, ob ihr das schon kennt, ich liebe das und zwar, ich habe das auch neu für mich entdeckt. Dort sind diese Blinks aus einem Buch quasi zusammengefasst und das heißt, du kannst innerhalb von kürzester Zeit sehr viel Wissenswertes aus einem Buch rausziehen. Das heißt, so ein Blink ist dann vielleicht eine halbe Stunde oder 15 Minuten und in diesem Blink, so wie sich das nennt, also in dieser Zusammenfassung, entweder du kannst es halt lesen per Handy oder natürlich auch hören. Ich höre es meistens einfach nur und dort kannst du dann die ganze Zusammenfassung aus dem Buch quasi bekommen. Das sind einzelne Kapitel, die rausgenommen werden und so präzise zusammengefasst sind, dass du eigentlich nach diesen halben Stunde oder 15 Minuten hast, das Gefühl hast, du hast schon das ganze Buch gelesen, was halt total cool ist, dass du so viel Wissen in einer kurzen Zeit bekommst. Also sehr cool ausgedacht. Ich zeige euch nachher auch, was ich aktuell lese. Ich habe vorgestern erst ein Buch fertig gehabt mit oder einen Blink über das Thema Sprache, was die Sprache mit uns macht und wie wir reden und was eigentlich die deutsche Sprache auch, was die für Bedeutungen hat und. Und aktuell lese ich was über das Thema Zeitmanagement. Die App hat noch eine coole Besonderheit und das liebe ich, wenn Dinge einfach so durchdacht sind. Und zwar habt ihr hier den Connect-Button und ihr könnt hier diese App mit jemandem noch zusätzlich nutzen. Also sprich deinem Mann, Freund, Freundin, Ehefrau, Nachbarin, Nachbar, wie auch immer. Und ihr schickt einfach diesen Einladungslink, dann seht ihr den Button hier und dann hat jeder seine eigene Titelseite auch, also beziehungsweise es wird jetzt, derjenige hört dann nicht dieselben Bücher oder liest nicht dieselben Bücher wie du, sondern kann sich auch seine eigenen Titel speichern. Finde ich mega cool, sehr, sehr praktisch. Ich hinterlasse dir einfach einen Rabattcode in der Infobox und da kannst du einfach für dich mal das Ganze probieren und wünsche ich dir jetzt einfach viel Spaß bei dem Video. Wir fangen mit der obersten Etage quasi an und zwar ganz, ganz oben den Staub abzuwischen, beziehungsweise ich lege immer dort Unterlagen aus. Ich habe mir schon welche vorbereitet und zwar sind das einfach, das ist so eine alte Tischdecke, also eine Papiertischdecke. Die habe ich jetzt in passendem Maß, ungefähr in 60 ausgeschnitten, dass es einzelne Striemen sind. Ich weiß nicht, ob ihr das auch macht. Ihr könnt das auch mit Zeitungspapier machen, klappt auch wunderbar. Den Trick habe ich doch von meiner Mama. Dass ihr dann nicht immer komplett diese Fettschicht, also es sammelt sich ja sowieso, wenn du hier kochst, egal was für eine Dunstabzugshaube du hast, aber trotzdem ja ein gewisser Fettfilter in der Küche an. Das heißt einfach, damit du das nicht immer da komplett alles abwaschen musst, einfach nur mit Zeitungspapier oder mit solchen Tüchern zum Beispiel auslegen und dann beim Abräumen hast du es halt viel einfacher, einfach immer wieder erneuern diese Tücher, wegräumen, wegschmeißen.
und frische neue auslegen. Ich habe jetzt sehr lange schon nicht mehr ausgewechselt, deswegen sind wir gespannt, was da oben ist. So, wir begeben uns zu diesem Schrank, unser Jalousieschrank. Beste Erfindung ever, aber auch sehr viele Ansammlungen, die dahinter sich verbirgen. Ich finde es aber nach wie vor sehr praktisch, vor allem bei einer offenen Küche wie bei uns, wo halt immer alles sehr sichtbar ist, kann man da sehr gut Dinge verstecken wie Getränke und Wasserkocher. Tada! So, und jetzt miste ich das Ganze hier aus. Einer der Aktionen, wieso ich das heute auch machen möchte, ist auf jeden Fall das Thema Minimalismus. Also immer mehr gehe ich in die Schiene, dass man nicht so viele Dinge... Natürlich bin ich weit weg von dem Minimalismus, von dem manche leben, wo ich wirklich nur zwei, drei Sachen habe. Aber ich habe für mich festgestellt, einfach, es ist zu viel von allem. Und ich kaufe auch gar nichts mehr Neues in dem Sinne, also für Küche sowieso nichts. Aber auch klamottentechnisch und versuche ich da immer weniger... ja, zu konsumieren und lieber ist in was Wissenswertes zu investieren, wie zum Beispiel Bücher oder solche Sachen, also oder irgendwelche Kurse, die ich dann besuche. Also mehr für mein Bewusstsein als für die Dinge hier. So, deswegen misste ich da jetzt einfach mal radikal aus. Ja, auch solche Sachen, ne? Hier. Mamas Küche, Empfehlungen. So viele Rezeptbücher, das meiste, aber entweder habe ich das schon aus dem Kopf. Omas Haushaltstipps. Super süß, was ich hier alles habe, Frühstücksbuffet. Aber die Dinge, ja, die habe ich mir damals mal bekommen oder beziehungsweise mal gekauft, als ich noch ja, irgendwie ausgezogen bin. Mittlerweile weiß man ja, was man so kocht, was die Familie isst. Für mehr Übersicht würde ich euch empfehlen, Behältnisse zu holen, wo ihr das Ganze unterbringen könnt, wie zum Beispiel Tee oder Kaffee. Achtet nur darauf, dass es luftdichte Verpackungen sind und zum Beispiel Kästchen oder Körbchen. So könnt ihr zusammengehörige Lebensmittel oder beziehungsweise Produkte einfach zusammenfügen. So schaut das Ganze viel sauberer aus und ordentlicher. Meine Aufbewahrungsbehältnisse sind vom Action und die Behältnisse, die sind auch vom Action, die sind luftdicht verschließbar, finde ich super. Ihr könnt aber einfach schauen, was es bei euch in der Nähe gibt oder ihr könnt auch alte Einmachgläser zum Beispiel auch verwenden. Mein Lieblingsschrank, der Apothekenschrank. Eigentlich ist es kein standardgemäßer Apothekenschrank, der zum Rausziehen ist, sondern eher so zum Sortieren. Dort bewahre ich meine ganzen Gewürze auf und alles, was auch Thema Backen ist, aber auch Nüsse und Knabbereien. Und ich bin jetzt froh, dass ich den jetzt einigermaßen sortiert habe, so dass jeder weiß, wo was liegt.
Und nun kommen wir zu dem Schrank, wo immer Chaos herrscht, in dem Süßigkeitenabteil. Unten in den anderen Abteilen habe ich immer meistens Mehl, Zucker, Nudeln und Müsli. Diese Behältnisse habe ich von Mömax schon vor 2-3 Jahren gekauft. Sehr empfehlenswert, die sind auch luftdicht, also da hatte ich auch noch nie irgendwie Motten oder irgendwas drin. Und kann ich nur euch so empfehlen. Das nächste machen wir dann das Besteck. Ich wische einfach nochmal alles aus und sauge nochmal alles aus und sortiere ein bisschen, was nicht dahin gehört. Bei der Kochplatte benutze ich so ein Putzmittel von Greenway. Ich weiß nicht, ob das einer kennt. Ich verlinke das euch gerne in der Infobox. Und bei den Fronten wische ich einfach nur mit klarem Wasser und dann mit einem Mikrofasertuch nach. So, wir haben jetzt 4 Uhr. Ich habe um 11 Uhr angefangen zu drehen, also knapp 5 Stunden und ich bin fertig für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich werde alles, was aktuell erhältlich ist, werde ich in der Infobox verlinken. Ansonsten gerne einen Kommentar da lassen, auch Videowünsche und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao!